Ja, hallo. Prozessmanagement, was kann man darunter verstehen oder wann braucht man das im Unternehmen? Stell dich vor, wir stehen am Band, die Produktion will weitermachen und das Material fehlt. Einer der Super-GAUs für ein Unternehmen. Und dann geht die Sucherei los. Sie brauchen jetzt Leute, die wirklich wissen, wo die Ursachen zu finden sind, damit sie nicht anfangen, im Nebel rumzustochern und damit es nicht darauf ausläuft, dass sich die Leute einfach nur gegenseitig beschuldigen. Prozessmanagement legt die Grundlagen dafür, dass sie verstehen, wie Prozesse ablaufen, wie zum Beispiel die Ware bis zum Band letzten Endes geplant wird oder wie geplant wird, dass die Ware wirklich rechtzeitig am Band ankommt. Und natürlich auch, wo letzten Endes die Ursachen für Fehler liegen können. Dafür bringe ich Ihnen bei, wie man Prozesse analysiert, wie man Prozesse modelliert und wie man dann natürlich auch verhindern kann, dass Probleme auftreten, wie dass hinterher die Ware nicht am Band angekommen ist. Ja, ich hoffe, Sie freuen sich drauf, gemeinsam mit mir dann im Prozessmanagement ein paar Prozesse im Unternehmen kennenzulernen und auch zu lernen, wie man letzten Endes Prozesse analysiert und stabilisiert im Unternehmen. Ja, kommen Sie vorbei im Prozessmanagement. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.